A2.0. Die Parabel p mit dem Scheitel s minus 2 minus 5 hat eine Gleichung der Form y ist gleich 0,25x² plus bx plus c mit g gleich a Kreuz r und bc Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y ist gleich minus 0,5x plus 1 mit g gleich a Kreuz r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Zeigen Sie der Rechnung, dass die Parabel p die Gleichung y ist gleich 0,25x² plus x minus 4 hat. Hier soll man also eine Parabelgleichung aufstellen, die dann am Schluss diese Form hier besitzt. Schauen wir uns nochmal die Angabe an, was alles gegeben ist. Wir wissen, der Scheitelpunkt dieser Parabel ist minus 2, minus 5 und zusätzlich können wir noch eine Form der Parabel, nämlich y ist gleich 0,25x² plus bx plus c. Die schreibe ich mir jetzt einfach mal hier unten hin, damit ich nicht dauernd hochfahren muss. So, da ein Scheitelpunkt gegeben ist, kann man sofort eigentlich sagen, wir brauchen die Scheitelform, also Scheitelpunkt erfordert so gut wie immer die Scheitelform. Die finden wir auf Seite 13 in der Formelsammlung, die heißt y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs, Klammer zu zum Quadrat plus ys. So, jetzt brauchen wir nur noch die Sachen hier zum Einsetzen. Dieses a erhalten wir aus dieser Gleichung hier, nämlich genau der Faktor Form x² ist nichts anderes als das a. Wenn ich nochmal die allgemeine Form drunter schreibe, heißt es ax² plus bx plus c. Und dieses a ist eben genau gleichbedeutend mit dem a aus der Scheitelform. So, das xs bekomme ich aus dem Scheitelpunkt, das ys ebenfalls aus dem Scheitelpunkt. Also das heißt nichts anderes als x-Koordinate vom Scheitelpunkt und y-Koordinate vom Scheitelpunkt. Und dann muss ich nur einsetzen. Y ist gleich 0,25, also diese hier, mal x minus, so jetzt kommt die x-Koordinate vom Scheitelpunkt, also minus 2 zum Quadrat, plus y-Koordinate vom Scheitelpunkt, also minus 5. So, jetzt vereinfache ich mal noch etwas. Ich löse zum Beispiel die Klammern auf, das wären hier x plus 2 zum Quadrat, halt, und hier minus 5. So, das war eine gültige Parabelgleichung, allerdings brauche ich ja diese Form hier. Das schaffe ich ganz einfach, indem ich einfach die binomische Formel auflöse und dann so weit wie möglich vereinfache. Also 0,25 mal, hier gilt zuerst die binomische Formel auflösen. Dieses Quadrat ist mächtiger als dieses Malzeichen, allerdings muss ich dann auch noch die Klammer hier belasten, weil es heißt ja 0,25 mal die komplette Klammer. Würde ich die jetzt hier vergessen, dann wird sie nur auf den ersten Summanden hier gehen. Also, binomische Formel heißt erster zum Quadrat, also x zum Quadrat, plus 2 mal erster Summand mal zweiter Summand plus zweiter Summand zum Quadrat. Klammer zu und noch die minus 5. So, im nächsten Schritt vereinfache ich nochmal. 2x mal 2 sind nichts anderes als 4x und 2 Quadrat ist 4. Und die minus 5 schreibe ich hier nochmal ab. So, jetzt geht es an das Ausmultiplizieren, das heißt der Faktor vor der Klammer mit jedem Faktor in der Summe, mit jedem Summanden einmal multiplizieren. Also 0,25 mal x Quadrat. Dann 0,25 mal 4x. 0,25 mal 4 ist das gleiche wie 1. Die kann man auch weglassen, also plus x. Und 0,25 mal 4, ja, ist das gleiche wie 1. Und danach am Schluss minus 5. Und jetzt nochmal zusammenfassen. Den ersten Teil schreiben wir ab und 1 minus 5 ist minus 4. Und das ist genau die geforderte Parabelgleichung.